Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, meine Vorrednerinnen und Redner haben, das eigentlich dargestellt, dass das Krebs heutzutage zweithäufigste Todesursache in der Bundesrepublik ist. Dadurch ist dringend notwendig, dass wir auf der Landesebene natürlich die Krebsregistrierung nochmal einfach verabschieden. Deswegen war es notwendig, neben der epidemiologischen Krebsregister eine klinische Krebsregister zu errichten. In diesem Zusammenhang möchte ich auch Geschäftsführer der epidemiologischen Krebsregister, Dr. Heidinger, und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr herzlich bedanken für eine gute Arbeit. Wir haben in NRW mit 8,5 Millionen Meldungen europaweit die beste epidemiologische Krebsregister. Und das ergänzen wir jetzt nochmal mit dem klinischen Krebsregister, dass wir dadurch natürlich die onkologische Versorgung der Menschen mit tumorerkrankten Menschen verbessern wollen. Meine Damen und Herren, wir haben sowohl in der Anhörung als auch im Ausschuss mehrmals darüber diskutiert, aber trotzdem kommen diese Bedenken von der CDU. Einmal diese Verlagerung der Krebsregister, epidemiologischen Krebsregister von Münster nach Bochum ist 2009 beschlossen. Mehrmals haben wir auch im Aufsichtsrat darüber diskutiert, wie diese Verlagerung sozialverträglich gestaltet werden kann. Heutzutage ist weder bei den Mitarbeitern als auch bei der Fachöffentlichkeit überhaupt kein Thema. Deswegen bitte ich Sie nochmal darüber nachzudenken, ob es diese Bedenken tatsächlich Sinn hat oder nicht. Mit dieser Neuregelung wollen wir nicht nur Verteilung bestimmter Krebserkrankungen erfassen, sondern Behandlungsmethoden und Behandlungsverläufe einfach erfassen. Und dadurch hoffen wir, eine bessere Versorgung hinzukriegen. Sowohl behandelnde Ärztinnen und Ärzte als auch Patientinnen und Patienten selber von diesen Behandlungsmethoden profitieren können. Und mit unseren Änderungsantrag haben wir auch in der Anhörung tatsächlich erwähnten Regionalisierungen auch in Betracht gezogen, haben wir gesagt, wir werden in NRW 5 verschiedene Regionen bilden. Aber in der Anhörung, wenn Sie sich daran erinnern, habe ich die Experten selber gezielt gefragt, ob diese Regionalisierung unbedingt 5 verschiedene Geschäftsstellen benötigen oder in der Gesundheitscampus sind und bestimmte Teams für diese Region zuständig sind. Alle Expertinnen und Experten in der Anhörung haben zugestimmt, mit dieser Lösung können wir leben. So gesehen ist diese Regionalisierung mit unserem Änderungsantrag eigentlich erledigt. Darüber gibt es keine Diskussionen mehr. Alle beteiligten Fachreferenten haben diesem Modell zugestimmt. Mit unseren jetzigen Antrag wollen wir auch die Öffentlichkeit daran teilnehmen, weil wir haben sehr große Interesse, die Ergebnisse der Krebsregister nicht nur der Behandelnden, sondern auch Patientinnen und Patienten zielgruppenspezifisch zukommen zu lassen. Deswegen haben wir gesagt, mit unserem Entschließungsantrag die Öffentlichkeit verständlich zu informieren, zielgruppenspezifische Informationen zukommen zu lassen. So gesehen haben wir tatsächlich in der Anhörung, das hat auch, ich glaube, diese Anhörung hat gezeigt, die Verabschiedung und Beratung über diese Krebsregister so konstruktiv und so beteiligungsfreudig durchgelaufen. Die haben alle Experten gesagt, wir diskutieren seit Monaten mit Ministerien, mit Fachabteilungen darüber, wie wir diese Krebsregistrierung in NRW besser gestalten können. So gesehen, nach meiner Ansicht, sind alle offenen Fragen, was in der Anhörung thematisiert war, damit erledigt, und bitte ich eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen im Interesse der Patientinnen und Patienten in NRW, diese Krebsregister einfach zuzustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.